Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar, es wird hochklassig. Und dann verlieren sie doch den Ball. Vollan. Jetzt Gianluca Zambrotta. Douglas Luiz am Ball. Wirtz. Vinicius Junior. Riesenchance. Ja, gibt noch Abschluss. Der Wechsel bei Tottenham. Der Befreiungsschlag. Kostic. Kimmich jetzt. Einen Beliebtheitspreis werden die Leipziger so schnell nicht gewinnen, glaube ich. Aber der Erfolg gibt dem Club recht. Er könnte die Führung erzielen. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Klasse Treffer in den Winkel. Ja, und da gibt es dann auch nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Moise Kean. Fabian. Macht sie gut. Weg ist der Ball. Valentin Rongier. Fabian. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ronaldinho. Wirtz. Voran. Musiala ist das. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Gefährliche Szene. Weiter gefährlich. Die Gefahr erstmal bereinigt. Vinicius Junior. Am Ball ist voll an. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten, Szene geht weiter. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Die zweite Hälfte kann beginnen. Tottenham hat Anstoß. Vollan. Douglas Luiz. Vinicius Junior. Ball geht ihm ins Aus, wird mit Abschluss weitergehen. Diego Forlan. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Muss es fast sein. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Kiel. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Er passt gut auf und hat den Ball. Voran. Douglas Luiz. Laurent Blanc. Kostic. Ronaldinho. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen.
Diego Forlán. Ronaldinho! Muss Einwurf geben. Tottenham verliert den Ball. Viel Zeit ist nicht mehr auf der Uhr, Buschi, und auch die Fans spüren natürlich, jetzt liegt die Entscheidung in der Luft. Und es geht darum, nochmal die letzten Reserven rauszuholen, nochmal alles zu geben. Und mit diesen Fans im Rücken, da ist alles möglich. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Kostic, Kane. Wie lange hat dieses Remis hier noch Bestand? Sie greifen an. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel hier zu Ende. Dieses unterhaltsame Spiel, das glaube ich niemand.